Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Automation The Car Company Tycoon Game mit einer riesigen Neuigkeit, denn wir können heute zum ersten Mal die Unreal Engine 4 Version von diesem Spiel antesten. Das ist ein Spiel, das habt ihr bestimmt schon mal auf meinem Kanal gesehen, es kam früher schon mal ein paar Folgen lang. Habe ich aber eine Zeit lang nichts gebracht, weil ich da irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren hatte, um ehrlich zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich eh noch in der Entwicklung befindet und noch nicht fertiggestellt ist und sich jetzt dazu entschieden hat, auf eine andere Grafik-Engine zu wechseln, die performance-technische Updates liefert und natürlich auch ein bisschen knackiger aussieht, wie wir hier gerade schon sehen können. Das, hat schon ein bisschen was. Ist jetzt hier gerade der Showroom. Na, auf jeden Fall, diese Importierung der neuen Grafik-Engine befindet sich ebenfalls komplett Work in Progress, aber man kann schon so schöne Sachen machen, wie hier sein Auto von allen Seiten im Showroom begutachten. Ihr könnt diese Sache aktivieren, indem ihr auf Steam die Beta für Automation auswählt. Und dann könnt ihr beim Starten auswählen, dass ihr die Unreal Engine 4 Version starten wollt quasi. Und dann könnt ihr, wenn ihr im Hauptmenü seid und schon ein Auto erstellt habt, könnt ihr das hier in diesen wunderbaren Showroom reinladen. Man kann hier auch zum Beispiel auch die Time of Day verändern. Es ist noch ein bisschen ruckelig, es sieht noch hier und da nicht ganz so wunderschön aus, aber man kann sich auch so eine schöne Mondscheinstimmung hier zurechtbasteln. Ich habe das Ganze mal mit so einem alten Porsche Remake gemacht, der sieht, ich zeige den eigentlich nur von hinten, weil er von vorne, naja, nicht ganz so geil aussieht. Man kann so ein bisschen diese Schultern, die Lampen tragen, nicht ganz nachahmen, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus und nicht so ganz Porsche-mäßig, sondern eher so ein bisschen, naja, weiß ich nicht. Irgendwas selbstgebautes auf jeden Fall, so sieht's aus. Von hinten geht aber einigermaßen. Deswegen gucken wir uns den hier so schön an. Ja, und man kann hier zum Beispiel auch Scenery verschiedene Sachen auswählen. Wir nehmen mal das Fotostudio, das ist die Standardauswahl sozusagen. Da hatten wir so eine richtig schöne weiße Leinwand. Und sieht von der anderen Seite halt die Softboxen, die hier rumstehen. Und man kann da richtig schön nah ranzoomen und die Details irgendwie fotografieren. So, und dann kannst du hier noch ein bisschen. Das hier, Aperture, weiß ich gar nicht, was das heißt. Einfach nur Bildkrisseln irgendwie, verstehe ich gerade gar nicht. Aber, Fokus, da. Kann den Fokus manuell einstellen. Ist auch noch ein bisschen hakelig und krakelig. Hier haben wir jetzt ein komplett unscharfes Bild und wir sehen, dass manche Anbauteile davon nicht erfasst werden. Also, es ist noch sehr verbuggt, das Ganze. Und dementsprechend, wenn ihr da nicht so Bock drauf habt, hier auch, ist vom Auto was irgendwo weggerutscht. Weiß ich nicht, irgendeine Öffnung, die ich da hingesetzt, also die ich da eigentlich gar nicht hingesetzt habe, aber die da hingerutscht ist. Ich hatte auch hier am Anfang zwei Spiegel hier unten sitzen. Es ist alles noch so ein bisschen buggy, aber es ist schon mal eine coole experimentelle Sache, die man hier ausprobieren kann. Ich guck mal, was Small Factory Hoists ist, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Ich habe auch noch nicht viel Zeit in dieser Beta verbracht jetzt gerade, sondern, also in dieser neuen Grafik-Engine-Beta, sondern ich habe nur das Auto gebastelt und mich, mal so. Hab mir mal so die Performance angeguckt, wie das Ganze so läuft und ja, jetzt lädt das Ganze hier schon ein bisschen länger, als ich eigentlich dachte. Ich hoffe, das macht mit der Aufnahme keine Probleme. Okay, wo sind wir hier? Ich glaube, wir haben unser Auto. Achso, okay, hier ist Boden. Ich glaube, wir haben unser Auto irgendwie verloren. Aber es scheint so eine Fabrik zu sein. Mein Gott, das ist ja ein riesiges Gelände, alles nur für den Fotomodus. Ich bin ja fast begeistert. Aber hier flackert es und flickert es schon deutlich. Ja, hier sollte man vielleicht rausgehen. Das ist jetzt nicht so schön, das zu zeigen. Was wir auch kurz eben zeigen können, ist, dass wir noch verschiedene Post-Processing-Effekte haben. LUTs, wie sie auch heißen, also Lookup-Tables, glaube ich, ne? Wo man dann verschiedene Sachen einstellen kann. Man kann hier die Beleuchtung einstellen und schon recht fortgeschrittener Fotomodus, muss ich sagen. Ich würde es doch freuen, wenn man vielleicht die Filter prozentual einstellen könnte, dass du sagen willst, ja, ich habe jetzt den Filter 1, den aber dann nur zu 50% oder zu 30%, weil ich finde, die sehen sehr oft immer sehr überladen aus. Egal, wir gehen mal hier raus. Fotobusse habt ihr jetzt gesehen. Großes Highlight auf jeden Fall für mich, denn da kann man zukünftig seine Werke sich in schönem Licht anschauen, die Tageszeit verändern und sich das in verschiedenen Winkeln anschauen, so nah ranzoomen, wie man möchte. Ich finde es ziemlich nice eigentlich. Und dann auch mit der Unschärfe und so. Das ist auf jeden Fall gerade für YouTuber ein gutes Tool, um Thumbnails zu basteln. Das mag ich sehr, sehr gerne. So, jetzt sind wir im Menü. Und wie ihr seht, haben wir hier eine etwas andere Optik, natürlich der Hintergrund. Aber das Menü ist grundlegend gleich. Wir haben jetzt gerade nur den Sandkastenmodus freigeschaltet, weil es eben die erste Version von dieser Version ist. Und jetzt habe ich schon ein, zwei Autos gebastelt. Wir basteln aber einfach mal ein neues Auto, damit ihr seht, was hier so passiert, wenn man das macht.
Und da sehen wir hier direkt schon den Auswahlbildschirm, wo wir natürlich hier wieder die Jahreszahl einstellen können und verschiedene Modelle zur Verfügung haben. Ich glaube, es sind noch nicht alle Modelle drin, noch nicht alle Modelle implementiert. Muss natürlich Sachen anpassen, wie die Karosserieverformung und so weiter und die Anbauteile der, also ne? Da muss ja was programmiert werden, damit die Teile da alle dran geklatscht werden können, wie sie es nun mal gerade können. Ich weiß gar nicht, was bauen wir denn? So eine 2005er, das sieht ein bisschen Corvette-ähnlich aus. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon mal gebaut in einem alten Video? Hier, das ist der Porsche-Verschnitt, den ich gerade gezeigt hatte. Ja, auch 65er Muscle Car Coupé oder 85er Coupé. Oder hier, Sauber C9, haben wir, glaube ich, auch schon mal in alten Videos gebaut. Wir nehmen aber, glaube ich, mal so eine Corvette. Ich habe mich jetzt gar nicht vorbereitet. Wir gehen aber mal ins Jahr 2005. Und da haben wir sie schon. Normalerweise würden wir die jetzt noch gar nicht sehen, sondern wir werden bei der Autoauswahl sozusagen. Und wenn ich jetzt hier vorher, bevor wir das Auto ausgewählt haben, 2005 eingestellt hätte, dann hätte man hier draufgeklickt, einen weitergeklickt und dann hätte man hier quasi, da, jetzt ist es auch grau. Es ist noch ein bisschen verbuggt alles. Warte mal, wir fangen mal ein neues an, einfach. Es lädt jetzt eben wieder ein bisschen, aber dann haben wir es schöner. So, und jetzt stellen wir vorher 2005 ein. Das heißt, jetzt sind alle Fahrzeuge, alle Karosserie-Rohformen sozusagen verfügbar, die bis zum Jahre 2005 verfügbar sind. Also wir haben hier sowohl ein 95er Hatchback als auch ein 55er Sedan als auch eben 2005er Coupé dabei und das wählen wir jetzt mal aus. So, und das ist eigentlich die Ansicht, die man bekommt. Denn jetzt geht's nämlich los. Verkleidungsmaterial auswählen. Ich glaube, ihr kennt das ja schon aus den alten Videos. Falls nicht, kann ich die alten Videos euch durchaus ans Herz legen. Ich werde hier vielleicht ein bisschen durchspringen, einfach nur, um zu zeigen. Oh, was nehmen wir denn für so eine Corvette? Glasfaser ist schon mal Quatsch. Aluminium, hat die 2005er Corvette ein Aluminium? Ich glaube nicht. Rostfreier Stahl, nehmen wir mal. Monocoque könnte sein. Leiterrahmen, glaube ich, eher ein Gitterrohrrahmen. Wohl eher nicht so. Wir nehmen mal Monocoque. Bauen wir mal eine anständige, eine gute, eine deutsche Corvette. So. Material rostfreier Stahl für die Karosserie finde ich auch gut. Oder für das Chassis vielmehr. Und dann eine Längsmotoranordnung. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was da für ein Motor reinkommt. Vorne nehmen wir McPherson Federbein oder vielleicht doch Doppelquerlenker. Es wird hier alles schön simuliert und optisch auch dargestellt. Doppelquerlenker sind ein bisschen sportlicher. Nehmen wir hin, vielleicht dann nur die Schräglenkerachse. Weil es ist ja dann noch ein deutscher Armee, der soll nicht ganz so sportlich gebaut werden. So, hier könnten wir noch, genau, da ist das Ding jetzt auch in komplett rot. Und hier können wir dann noch die Farbe einstellen. Ich weiß gar nicht, wie detailreich das in der alten Version war, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber ich habe jetzt zum Beispiel schon mal ein eigenes Schwarz kreiert, was wir gerade auf dem Porsche gesehen haben. Und das könnten wir hier jetzt bearbeiten in verschiedenen Stufen. Wir können die Helligkeit oder die Intensität der Farbe einstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel komplett rot wollen, dann machen wir das so. Dann können wir hier noch Flakes einstellen. Wir zoomen nah dran und sehen, aha, das sind so kleine, sieht man überhaupt wegen der YouTube-Kompression hier? So kleine Flakes auf jeden Fall, können wir hier sehen. Und wenn wir die rausnehmen, dann sind sie weg. Zack, sind sie da, zack, sind sie weg. Ich mach mal hier so einen kleinen bisschen Flakes, machen wir schon. Und vielleicht ein bisschen Schein raus oder so. Ich kenne mich so mit Farben, kann ich nicht so. Pass mal auf, wir gehen mal eben wieder zurück. Und, ne, warte, hier und wähle nochmal das Schwarz aus. Es gibt schon ein paar Standardfarben hier, das Pink zum Beispiel oder das Yam Yellow. Das kann man, achso, Yam Yellow kann man modifizieren. Ich glaube, Pink aber nicht, oder wie war das, ne? Doch, Pink auch. Was kann man denn nicht? Hier, Paint. Da, das kannst du nicht modifizieren. Kann man das löschen? Ne, wollen wir auch nicht. Current Paint Slot Selection, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Alles klar, wir können jetzt zum Beispiel nur All Wheels, wir können die Felgen jetzt doch bestimmt anmalen, oder nicht? Jawohl, das ist ja geil. Das wusste ich zum Beispiel nicht, das habe ich nie wirklich hingekriegt. Wir können hier einzelne Body-Teile quasi verschieden anmalen. Und jetzt zum Beispiel hier die Motorhaube in Gelb erstrahlen lassen, wenn wir den Knopf denn treffen. Entschuldigung, meine Maus ist heute irgendwie unpräzise. Ja, wir können es ganz hässlich machen, das ist ja super toll. Wir machen es erst aber mal alles in Schwarz und vielleicht auch die Felgen mal in Chrom. Komm, gibt's direkt schon mal Chromfelgen. Und dann geht's weiter. Anbauteile. Ich skippe hier mal eben schnell durch. Das passt jetzt alles nicht hundertprozentig und könnte noch viel schöner gemacht werden. Ja, sieht so ein bisschen NASCAR-mäßig aus. Ein bisschen eine Mischung aus NASCAR und Supra. Wow, alles klar. Stielaugen. Ja, das kann passieren. Das ist eben gerade noch
Beta und einzustellen sozusagen. Man kann auch hoffen, dass hier das Spiel nicht abstürzt, aber man kann vor allen Dingen die Amor-Teile wieder entfernen und dann neue auswählen. Und die dann einfach so lassen. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Die lassen wir einfach so. Dann kannst du hier weitergehen. Hier links sind die Kategorien, die angezeigt werden. Favorite Light, dann Headlight. Das haben wir gerade ausgewählt. Dann nehmen wir das Rücklicht. Dann nehmen wir vielleicht irgendwie sowas in der Richtung und ziehen das ein bisschen größer in der Hoffnung, dass es nicht verspringt. Das macht einfach gar nichts. Alles klar. Aber wir können es doch bewegen. Macht es jetzt was? Ja, tatsächlich. Jetzt macht's was. Jetzt machen wir das Ganze aber nicht zu groß. Damit das nicht so aussieht, als ob der Shield, machen wir das vielleicht so. Und drehen das Ganze noch ein bisschen. Dann haben wir die Rückparklichter oder die Blinker, was auch immer das sind, haben wir außen. Sieht ein bisschen geiler aus, finde ich. So, und jetzt noch Indicator. Machen wir hier nochmal frische Blinker dran. Vielleicht unten noch. Gehört hier was dran? Oder hier so? Ne, hier so vielleicht. Also hier am Rand auf jeden Fall. Aha. Achso, jetzt hat er sich schon platziert. Okay, weil ich irgendwie die rechte Maustaste gedrückt habe. Ja, wir machen die aber hier hin. Und dann vielleicht so längliche Teile. Die wir ein bisschen ziehen. Machen wir so hier hin. Es sieht vorne ein bisschen echt so aus wie so ein Supra. Nesca Supra. Das tut mir ein bisschen leid, wenn ich die Corvette nicht so versauen will. Aber egal. Jetzt fällt mir gerade auf, wir haben die Karosserie gar nicht bearbeitet. Man kann natürlich die Karosserieteile noch verschieben. Also hier zum Beispiel die Windschutzscheibe steiler machen, die Kotflügel weiter ausfahren lassen. Das lassen wir jetzt, weil ich glaube, das stört sonst die Anbauteile schon, die wir hier dran gesetzt haben. Wir springen auch mal eben hier etwas schneller durch. Hier so eine Lufthutze oder vorne so ein Kühlergrill. Nehmen wir noch mit. Doch, vielleicht gehen wir doch mal wirklich so ein. Zack, dann sieht es doch ein bisschen wie ein Pontiac aus. Dann haben wir alles mit drin. Oh ne, den zweiten wollte ich nicht. Entschuldigung. Aber der ist vielleicht auch hässlich. Wir nehmen mal lieber was anderes. Genau, was ganz Großmäuliges. Da. Super hübsch natürlich. Das schmiegt sich hier so ein bisschen an. Jetzt haben wir einen Bugatti. Komm, wir lassen das so. Bugatti Veyron Comet. Alles klar, das wird eine absolute Promenadenmischung, dieses Auto hier. Aber ist auch gar nicht schlimm. Wir geben dafür noch eine kräftige Lufthutze vorne drauf. Damit da auch ein anständiger Motor drunter passt. So, jetzt noch eine Lippe. Nehmen wir auch nochmal. Die kommt hier unten dran. Eine Unterlippe sozusagen, wenn wir die überhaupt da. Das lässt sich platzieren. Dann einmal drumherum. Vielleicht ein bisschen schmaler. Ja, sieht doch gar nicht so gut aus. Die lassen wir lieber weg. Das geht schon so, würde ich sagen. Und wir nehmen einen Spoiler. Ja, da könnt ihr den Spoiler vertragen. Der sieht ein bisschen nackig aus, würde ich sagen. Schlanzen wir den mal so dran und gehen mal ein bisschen breiter hier und okay, ist eigentlich nur so eine kleine Lippe. Können wir dann auch eher schon wieder weglassen. Ich dachte, das wäre ein richtiger Anbauspoiler. Ach da, Flügel, Wing, alles klar. Alles klar. Obwohl er auch ein bisschen komisch aussieht. Kann ich den höher machen so? Nee, so vielleicht. Nee, ich kann den. Ja, es ist der schmalste Flügel der Welt. Es reicht nicht mal, um da eine einzelne Pommes drauf zu essen. Also, so viel zum Thema Pommes-Theke oder so. Jetzt kann ich den nicht mehr wegmachen. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, nein, ich kann den nicht mehr wegmachen. Ja gut, dann muss der leider dranbleiben. Wir müssen mal eben die Rücklichter wieder dran klatschen. Tut mir leid, dass ich die jetzt weggemacht habe. Zack, und dann einmal spiegeln, bitte. Ach ne, die waren schon gespiegelt. Sehr gut. Und jetzt sind sie weg. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass die Anbauteile einfach verschwunden sind ohne Grund und dann muss man die. Aha! Da! Man findet sie irgendwo wieder. Und ich hoffe, ich kann die jetzt hier mit rüber tragen. Ne, kann ich nicht. Ja, dann muss ich die entfernen. Zack! Es ist ein bisschen glitschig noch. Ein bisschen buggy noch. Da sollte man noch nicht zu viel erwarten. Wer also wirklich da keine Lust auf diese Beta. Oh, jetzt sitzen die wieder hier vorne. Och nö, liegt das etwa am Flügel? Ich will den Flügel so gerne wegmachen. Egal, wir lassen die einfach so. Wir machen die ein bisschen größer. Was nicht geht. Oh. Das Video dauert 80 Stunden, nur weil ich hier es nicht schaffe, die Rückleuchten wieder anzubringen. So, letzter Versuch.
Okay, ich drücke da jetzt nicht nochmal drauf. Die sind noch viel kleiner als gedacht. Aber egal. Wing haben wir dran, Hauptsache. Dann ist jetzt, glaube ich, auch neu. Kann man eine Fuel Cap anbringen. Also eine, einen Tankstutzen sozusagen. Tankverschluss. Ja, komm mal hier an der Seite hin, das passt bestimmt. Keine Ahnung, wobei so einer potenziellen Corvette der Tank sitzt. Aber wir können es ja selber entscheiden, deswegen egal. Lilane Türgriffe, ne, die machen wir nicht. Wir machen ganz normale Türgriffe halt. Zack, nichts Besonderes. Und dann weiter zum Mirror. Das konnte man vorher, glaube ich, auch nicht einstellen selber. Ja, und jetzt kann man irgendwie extra welche dran machen. Aber ich glaube, man kann die Originalen noch nicht entfernen. Das fehlt bestimmt auch noch. Ja, und so sieht das natürlich ein bisschen blöd aus. Deswegen machen wir die wieder weg. Was ist denn Ariel? Muss ich selber mal hingucken. Ach, eine Antenne! Das ist ja auch geil. Die setzen wir hier schön drauf. Am besten mittig. Ja, ist ungefähr mittig. Sehr gut. Number Plate, das haben wir vorhin schon gesehen beim Porsche. In Anführungszeichen. Machen wir hier mal so ein kleines amerikanisches. So, sieht doch gut aus. Bumper Bar. Guck mal, können wir hinten dran noch so einen Stoßfänger. Nee, das passt aber nicht. Das sieht ja dann schon eher so aus wie ein Polizeiauto. Eine Badge können wir aber noch dran machen. Ich glaube, die sind noch nicht implementiert, weil es hier nur so ein weißes Template dafür gibt. So, mega hässliches Auto, aber Chromfelgen, die wir jetzt hier noch vom Design her auswählen können. Oh, guck mal. Ja, ersten gefallen mir am besten. Das sind so ein bisschen Dodge Viper-Felgen. Die würden ja auch ganz gut drauf passen. Ich glaube, wir nehmen die. Wo die ersten schon echt gut. Naja, komm, wir nehmen lieber die. So, und dann sind wir endlich im. Wundert euch nicht, das ganze Ästhetische. Dass hier die Räder groß genug im Radkasten sind und so. Das machen wir nachher. Oh, nee, Moment. Du musst aber mal. Dich wollen wir nicht. Und dich machen wir mal schön hier in die Mitte. So. Mein Gott. Ihr könnt das Spiel, glaube ich, in zwei Versionen kaufen, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich habe das schon so lange. Es geht über Steam, glaube ich, und über die Automation Homepage, die in der Beschreibung steht. Könnt ihr das Spiel für, oh, lasst mich lügen, 25, 30 Euro oder 35, 40 Euro. Also zwei Versionen gibt es da wohl irgendwie, die man da bauen kann. So, aber erstmal bauen wir einen Achtzylinder. Ich glaube, wir nehmen 60 Grad. Wohl, ja doch, wir haben die Hutze drauf. Müsste passen, der kommt aus Aluminium und dann packen wir da mal schön ein paar Liter rein. Ja, okay, 8 Liter ist ein bisschen viel. Wir können hier links Hub quasi oder die Bohrung einstellen und rechts den Hub, wenn ich das so noch richtig weiß. Und ja, wie man das dann einstellt, da ändert sich dann natürlich oder ergibt sich ein anderer Hubraum draus sozusagen. Wenn wir das hier ganz klein machen, haben wir 0,8 Liter Hubraum. 88 Kubik, das wollen wir natürlich nicht. Dann gehen wir hier schön auf so, keine Ahnung, 5,7 Liter. Gibt's das? Das gibt's doch bestimmt. Ja, klick, 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 klick. Können wir vielleicht hier direkt schon hochgehen. So 5, 6, 9 oder so, das reicht dann schon. Da, 5, 6, 9, 6. Das ist doch okay. Und dann können wir hier Zylinderkopf und Nockenwelle zum Beispiel auswählen. Wir nehmen eine doppelt oben liegende Nockenwelle mit 4 Ventile pro Zylinder und das Ganze aus Aluminium und variabler Ventilsteuerung, weil wir so geil sind. So, dann geschmiedeter Stahl für die Pleuel und die Kurbelwelle und vielleicht auch noch geschmiedete Kolben. Das könnte vielleicht schon zu wenig sein, weil wir echt viel Torque aufbauen, deswegen gebe ich mal ein bisschen Qualität dazu. Wenn ihr das im Detail ein bisschen aufgeklärter sehen wollt, dann könnt ihr da auch zum Automation YouTube Channel gehen oder eben halt die alten Folgen hier vorauf abgefahren angucken. Das geht auch. Kompression, weiß ich nicht, was hat ein Saugmotor? 10,5 oder so. Nockenwellenprofil mal ein bisschen auf Sport und das auch und ja, variables Nockenwellentiming gehen wir auch auf beides und dann hier auch ein bisschen hoch. Keine Ahnung, ob der Motor gleich laufen wird. Ach scheiße. Hä? Man kann ja gar keine Kompressoren, glaube ich, einbauen. Man kann bisher nur Turbo leider einbauen. Oder habe ich jetzt die falsche Motorkonfiguration dafür? Ich dachte, man hätte auch Kompressoren einbauen können. Oder verwechsel ich das gerade mit Vergaser? Ich Idiot. Ja, ich glaube so rum. Wir machen einen Saugmotor draus. Und genau hier, Vergaser. Können wir so Vergaser draufsetzen. Können wir sich denn anzeigen? Da. Das sieht bei so alten Motoren ziemlich geil aus, weil die natürlich eher so Vergaser hatten und nicht direkt die Kraftstoffeinspritzung. Aber bei so einem aktuellen Motor, wie wir ihn ja quasi bauen, braucht man doch schon eine Krafteinspritzung, die aber vielleicht nach Leistung orientiert jetzt nicht diesen Rennsport-Lufteinsatz bietet, sondern eher sowas, würde ich mal sagen. Und dann gibt es aber anständig
super Benzin dabei und Kraftstoffmischung von, boah, keine Ahnung, 12 irgendwas. Ich weiß nicht, wie fett so ein Motor laufen muss. Dann lassen wir erstmal so. Der könnte aber gerne mal bis, ja, so viel nicht, vielleicht 7,2. Bis 7,2 kann er drehen. Kriegt ja auch nochmal ein bisschen Qualität. Jetzt kommen wir zum Krümmer. Welcher Krümmer ist mir ein bisschen zu sportlich. Wir nehmen kurz einen Gusseisenkrümmer und lassen hier aber anständig Leistung durchfließen. Ja. 460 PS, da wollen wir schon ungefähr hin. Doppelauspuff. Da kann das natürlich hier reduziert werden. Auspuffklappen nehmen wir auch mal mit. Zwei Wegecut und ansonsten nichts, würde ich mal sagen. So, na guck mal. Jetzt haben wir schon mal einen ganz guten Motor eigentlich gebaut, wie ich finde. Denn wir sehen hier direkt schon, was dabei rausgekommen ist. Wir haben jetzt jede Stufe des Motorbaus abgeschlossen. Alle Anbauteile angebracht und ausgewählt vielmehr und sehen jetzt hier, aha, wir haben einen Motor produziert, der so circa 467 PS leistet ab 7000 Umdrehungen und bis zu 490, 495, 501 Newtonmeter. Da sind sogar noch 502, bei 5600 Umdrehungen drin. Das ist schon mal ganz geil. Jetzt können wir hier auf den Prüfstand gehen. Das wir vielleicht mal eben kurz ausblenden. Da sehen wir unseren Motor, den wir geschaffen haben. Ich glaube, man kann das hier gerade nur gelb einstellen. Da wird es verschiedene Versionen geben. Alles das in den anderen Videos. So, einmal manuelles Testing. Motor ist gestartet. Und wir hören mal rein in unseren 5,7 Liter Double Overhead Camshaft 4560 Great V8. Klar, ich glaube, das kann so eine Möchtegern-Corvette schon ganz gut befeuern. Was ganz geil ist, wie ihr hier sehen könnt, ist, dass man live die Leistungsanzahl für die jeweilige Drehzahl sich ansehen kann. Das ist echt ganz geil und das ging vorher, glaube ich, nicht so schmuf und einfach, dass diese Performance-Verbesserungen, die Jungs sich davon versprechen, dass so gerade dieses Live-Anzeigen von verschiedenen Daten und Simulieren von den Daten und so, ist das ein bisschen flüssiger, glaube ich, läuft. Wir müssen uns aber erstmal um unser Conrod kümmern, denn, was ist denn nochmal Conrod? Irgendwas macht hier auf jeden Fall Probleme. Könnte das hier bei sein? Kurbelwelle, ist es die? Nee. Das Pleuel ist auch nicht, ist der Kolben oder ist das Pleuel? Ja, das Pleuel ist. Ja komm, nehmen wir Stahlpleuel, dann wird die Corvette halt ein bisschen teurer, ist ja auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir hier alles richtig eingestellt haben. Genau, hier bei Kompression. Wir gehen mal ein bisschen höher mit der Kompression und sehen, dass wir noch etwas Leistung rauskitzeln können. Und mit etwas Leistung meine ich eine ganze Menge Leistung. Wir sind hier nämlich so bei 12,5. Am Peak ungefähr bei 487 PS. Und 527 Newtonmeter. Jetzt können wir noch das Nockenprofil ein bisschen einstellen, aber da verlieren wir nur Leistung. Und da auch in die Richtung. Also, wir können jetzt mit dem Nockenprofil von 68 nochmal ein paar Newtonmeter rauskitzeln, aber die PS-Zahl nicht verlieren. Und jetzt können wir nochmal das Profil hier nochmal einstellen. Ja, und da ist so ein bisschen eine Mischung aus, ich verliere eine Menge Leistung und gewinne ein paar Newtonmeter dazu. 488 PS. Aber guck mal hier, jetzt haben wir hier mit der krassesten Einstellung 533 Newtonmeter und 476 PS. Wenn wir jetzt auf PS gehen, sind wir bei 487 PS, 531 Newtonmeter. Das ist schon was, würde ich mal sagen. So, und jetzt können wir ja noch, genau, Kraftstoffverdichtung einstellen, Kraftstoffmischung. Gehen wir mal schön hoch, machen wir den Motor schön fett, würde ich sagen. Aber nicht zu fett. Da, Zündzeitpunkt. Auch nochmal eben geregelt. So, da geht nämlich noch einiges. Wir sind bei 509 PS und 552 Newtonmeter und können, okay, gar nicht mehr höher drehen. Dann gehen wir bis 7,4, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben. Und jetzt können wir hier, glaube ich, noch, nee, können wir nicht mehr. Haben wir den schon richtig gut eingestellt, den Auspuff. Und können aber jetzt nochmal testen. Weil der klingt jetzt auch ein bisschen anders. Ja, ich finde, kann man machen. Oh, Warning.
The engine is knocking. Reducing engine performance. Consider lowering the compression or ignition timing. Aha. Vielleicht etwas die Kompression verringern. Damit der Motor nicht mehr klopft, ja. Sollen wir uns das nochmal angucken? Klopft der immer noch? Nein. Oh, aber die Engine-Größe passt nicht. Das ist ja scheiße. Decrease the engine size or use another engine. Use another engine. Da kriegen wir den Motor hier gar nicht rein, oder was? Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Da müssen wir echt ein bisschen kleiner bauen. Da passt das schon. Keine Warnung mehr. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen weniger Leistung. Und die Frage ist, ob wir das Ganze nochmal wieder anpassen müssen etwa. Da, jetzt klopft er wieder. Wollen wir natürlich nicht. Das lassen wir so. Und da klopft er auch wieder. Ne, wir lassen das so. 504 PS, 546 Newtonmeter. Muss ja wohl reichen für eine ZR1 Corvette aus dem Jahre 2005. Sag ich jetzt einfach mal so. Unaufgeladen, wohlgemerkt. Ja, und das heißt, nächster Schritt steht an, das Ding ins Auto einzubauen. Ich glaube, ich bin Idiot. Also wir müssen erstmal den Antriebstyp festlegen. Heckantrieb haben wir natürlich. Okay, da spacken die Ammo-Teile so ein bisschen rum. So, und jetzt sitzt der auch hier drin. Aber Moment, ich wollte doch gar nicht. Dich wollte ich doch gar nicht. Moment, müssen wir mal eben zurückgehen. Dich mal kurz ausblenden. Da, hier bist du aber auch so. Und nicht wie im Auto so. Ich meine, gut, wir ignorieren das einfach, denn wir jetzt bestimmt nicht mehr Leistung haben, sondern die Daten eben, die wir eben gerade eingespeist haben. Automatikgetriebe? Ja, bestimmt nicht. Manuell und Sechsgang nehmen wir. Und Geschwindigkeit? Ja. 350? Sind wir mal optimistisch? Aber nicht ganz so optimistisch, dass wir die Übersetzung so hochknallen. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wir nehmen ein Sperrdifferenzial. Qualität, ja, Tacken gibt's da oben drauf. Wir nehmen eine weiche Profilmischung oder Semislick sogar. Oder eine mittlere Profilmischung. Wir nehmen die mittlere Profilmischung, wollen es ja nicht übertreiben. Und wir machen Tire Width, das ist die Reifenbreite vorne. Uneinstellbar. Ist sie schon so breit wie möglich? Ach nee, ist sie hinten? Genau, breiter kann man sie nicht stellen, den ihr seht. Die ist am Ende der Breitbarkeit. Vorne können wir noch ein bisschen was machen. Jetzt haben wir vorne aber breitere Reifen als hinten. Was ist da denn los? Jetzt können wir aber nicht machen. Oder haben wir das? Nee, Moment. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Momentchen mal. Doch, klar, jetzt haben wir vorne breitere Reifen als hinten. Was ist das denn? Hinten können wir maximal 2,25er aufziehen und vorne maximal 2,55er. Nee, wir gehen auf jeden Fall vorne. Auch auf 2,25er. Dafür aber ein bisschen hoch im Tire-Diameter und vielleicht mehr Felgengröße auch. 20 Zoll Felgen. Huch, wo bin ich hier? Da. Oder können wir vielleicht mit 17 Zöller... Nee, kann man nicht. Ach, komm, dann die dicken 20er. Hinten guckt er noch ein bisschen raus, gerne. Vorne auch von mir aus. Da, jetzt haben wir da so ein bisschen so ein Offset drin. Obwohl vorne kann er sogar noch ein bisschen mehr rausgucken. Sieht doch lecker aus. Und Alufelgen. Vergrubte Aluminiumfelgen. Natürlich. Die nehmen wir noch mit. So, jetzt geht's mal einmal hier an die Bremsen. Massive Bremsen mit 4 Kolben vorne und krasser Belagtyp. Etwas krasser mit 300er Scheiben vorne, damit das Ding auch zu stoppen kommt. Dann hinten inbelüftete 3 Kolben mit merkt ihr, ich hab richtig Ahnung von Bremsdimensionen. Wir nehmen aber einen Teilverkleiden Untergrund, Unterboden. Oh, aktive Spoiler können wir einbauen. Ja, also das merkt man noch. Wenn diese kleine Leiste noch aktiv ist, dann geht es aber richtig ab. Kühlklappen, ja komm, nehmen wir auch mit. Kühlungsfluss. Hier stand früher mal, wie viel der Motor benötigt. Jetzt steht da einfach nur, was wir jetzt quasi mit dieser Hutze vorne und den ganzen Einlässen, was wir da... Also wir können die quasi zumachen, um den aerodynamischen Wert zu verbessern und die Kühlung zu verringern, weil wir nicht so viel brauchen zum Beispiel. Ich weiß aber nicht, wie viel wir brauchen, deswegen gehen wir schon mal so auf 690. Bremskühlung brauchen wir eigentlich nicht viel. Ja komm, gehen wir auch ein bisschen so, ne? Schätzwert, ihr wisst, dann zweifach, zwei Sitze meine ich. Aber schon ein Sportpaket, würde ich einfach mal sagen. Einfaches Sportpaket mit Servolenkung und Traktionskontrolle 1 und einfacher... Standardsicherheit muss schon sein heutzutage. Dann nehmen wir noch ein progressives Fahrwerk mit
passiven Dämpfern und semiaktiven Querstabilisatoren für Sport ausgelegt. Ich habe hier gar keine Ahnung von. Gar keine Ahnung. Ich skippe gerne einfach mal durch, dann gucke ich, sieht das geil aus, dann sieht noch nicht geil aus. Dann gehe ich nochmal einen Takt zurück. Dann stellen wir die Fahrwerkshöhe ein. Sieht immer noch nicht geil aus, aber wir lassen das jetzt so. Und können hier auf Play drücken oder auf nochmal weiter drücken. Und jetzt haben wir das Auto quasi fertiggestellt. Wir können hier in der Übersicht sehen, was es so macht, wie es im Design aussieht. Oder was wir eingestellt haben sozusagen, können wir hier nochmal sehen. Wir haben 1900 Kilogramm? Ja, wieso? Wieso bist du so fett? Wir können dich hier auf eine Teststrecke schicken, das machen wir mal. Das dauert einen kurzen Moment. Aber 1900 Kilogramm? Vielleicht vorher nochmal eben kurz das Getriebe einstellen sollen. Naja, diese Teststrecke konnte man sich vorher auch schon angucken. Neu ist aber, dass man hier die Playback-Speed, die Abspielgeschwindigkeit quasi einstellen kann. Ich spur vor, bis wir auf der Geraden sind hier. So, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Vierter Gang bei 130. Das ist ein bisschen kurz übersetzt für so eine Korvette-Verschnitt-Nachahmung. 190, fünfter Gang. Ich finde, der könnte auch ein bisschen besser durchziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber 240, fünfter Gang, kann man schon machen. Es ist doch nicht so schlecht übersetzt, wie ich dachte. Aber das Horn knarzt ein bisschen, höre ich gerade. Ja, und jetzt können wir natürlich noch ein bisschen rumspielen und hier zum Beispiel sehen, aha, maximales Tempo ist 291, wir haben den auf 340 übersetzt. Das ist natürlich etwas viel. Gehen wir so auf 320. Und verlängern die Übersetzung etwas, würde ich sagen. Oder haben wir die jetzt verkürzt? Ja, hier so. Das war beim zweiten Gang gerade so eben 100 km/h. Kriegen wir nicht ganz hin. Aber okay. Ja, wieso bist du so ein schweres Scheißteil? Liegt es vielleicht noch an der Fahrwerkseinstellung? Nee, aber du bist eigentlich doch... Da müssen wir hin. Premium ist schwerer. Standard ist genauso schwer, einfach ist natürlich super leicht. Luxus ist schwerer, Handarbeit ist schwerer. Sport mal ein bisschen nach oben gedingst. Bringt nichts. Hier ist auch alles schwerer. Servolenkung könnte man natürlich ausbauen. Tja. Mir ist es eigentlich ein bisschen Latte gerade, weil ich euch ja nur eben zeigen wollte, dass es eine neue Version gibt. Hier das ganze neue Gedöns haben wir auch noch nicht ausprobiert. Die Detailwerte Comprehensive oder Comparative Stats und Markets haben wir auch noch nicht ausprobiert. Ich gehe nochmal eben kurz, bevor wir uns das nochmal anschauen können. Zack, hier rein und dann in den... Oh. So, ich habe das neue Auto nicht gespeichert. Doch, da! Alles klar, wir gehen mal eben kurz mit dem neuen Auto in den Fotomodus. Ihr müsst, wenn ihr reingegangen seid, einfach mal eben fix drücken. Dann taucht das auf. Und dann könnt ihr auch schon hier Aperture, wirklich keine Ahnung, ob das so eine Grundunschärfe sein soll. Ich verstehe es nicht so ganz. Und dann gehe ich mal lieber in den Kanal, da gehöre ich hin. Da bin ich zu Hause. Wenn es denn lädt hier. Übrigens, die Musik im Hintergrund, ne? Wenn ihr am Anfang die Jahreszahl einstellt, ändert sich auch die Musik. Das heißt, wenn ihr 1955 einstellt, dann kriegt ihr auch wirklich so schöne alte 1955er Klassikermusik quasi. Und bei aktueller Jahreszahl kriegt ihr, glaube ich, eine Auswahl an allen möglichen Musikstücken oder nur die aktuelle Musik, ich weiß es nicht. Wir sind wieder im Kanal. Zack. Bisschen ranzoomen, damit das Field of View nicht ganz so unmöglich ist. Ja, und jetzt können wir uns unser schönes, hässliches Auto... Wo ist der Rotierknopf? Ach da. Aus allen Richtungen anschauen. Und das Ganze vor schönem Hintergrund. Ich feiere das schon sehr eigentlich, weil das gehört dazu. Wir müssen aber noch hinten irgendwas... Irgendwas muss hier hinten noch gemacht werden. Da müssen ja 23 Zöller drauf. Egal. Ich sag danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Und ja, haltet die Updates, die Version des Spiels im Blick quasi, denn... Da wird noch was kommen. Das wird noch Spaß machen, kann ich euch sagen. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich basteln soll, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und dann spiele ich das gerne öfter mal wieder. Denn, ja, sieht schon ein bisschen besser aus. Und nach kommen dann natürlich auch wieder Updates und Versionen raus, die es vielleicht zu zeigen. Und so, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Tschüssi.